ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلالة في النار. Heute inshallah mit dem 19. Hadith von den 40 Hadith von Imam Nawawi. Der ist überliefert von Ibn Abbas. Und Ibn Abbas sagt, eines Tages war ich hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das weist darauf hin, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch sozusagen Leute mit ihm genommen hat. Auf sein Kamel oder auf sein Esel hat er mit ihm genommen. Und hier ist es ein Fall, wo der Abdullah ibn Abbas hinter ihm steigen ließ auf sein Reittier, und während des Weges, das ist auch eine schöne Sache, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch die Zeit genutzt hat, in dem Weg auf Da'wa etwas was Gutes sagen, etwas was sozusagen hängen bleibt im Kopf. Und das kommt jetzt hier in dem Hadith, sagt er zum Abdullah ibn Abbas: Ja, Gulam, o Knabe. Das heißt, Abdullah ibn Abbas war ein kleiner Junge, als er mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war auf sein Reittier, und das weist darauf hin, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch sich um die Kinder gekümmert hat. Und dass die Da'wa ist nicht nur ein Feld für Jugendliche oder für Ältere und dass man die Kinder vernachlässigt. Nein, Da'wa ist auch sehr wichtig für die Kinder. Deswegen, die Erziehung von den Eltern ist sehr wichtig, auch in der Moschee sollte man sich richtig kümmern um die Kinder, weil hier ist das sozusagen Beispiel. Hier ist ein Beispiel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie er sich um einen Knabe gekümmert hat und ihm schon Lektion von Tawhid gibt. Dieser Hadith beinhaltet sehr wichtige Botschaft, und Kernbotschaft da drin ist der Tawhid. Er sagt ihm: Inni u'allimuka kalimat. Ich bring dir einige Wörter bei. Das ist auch da hier ein Beweis dafür, dass man dem Kind oder demjenigen, der gegenübersteht, dass man ihnen das vereinfacht, die Lektion. Und knappe Wörter, aber viel Botschaft, etwas, was er behalten kann. Deswegen sucht man für die kleinen Kinder solche kleinen Büchlein, was sie behalten können. Wie zum Beispiel das Buch Al-Usul al-Thalatha. Das hat sehr wenig Inhalt, aber sozusagen beinhaltet Themen von Tawhid. Oder dass man ihm kleine Suren beibringt, wo der dann auch die Erklärung davon bekommen kann. Hier sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um ihn das einfacher zu machen, um ihn nicht abzuschrecken, um ihn sozusagen nicht, dass er im Gedanken wäre, wie viel wird er noch reden und so weiter. Nee, er hat ihm gesagt, ich werde dir einige Wörter beibringen. Dann ist er schon vorbereitet, dass er diese einigen Wörter behalten kann. Es kommen auf mich jetzt bestimmte Wörter, und die sind sehr, sehr wichtig. Sagt er als allererstes zu ihm: Ihfadillaha yahfadhuk. Bewahre Allah subhanahu wa ta'ala, dann bewahrt er dich. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Bewahre Allah, dann wirst du ihn gegenüber dir finden. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Wenn du fragst, dann frag Allah. Das heißt, dann frag nur Allah. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Wenn du jemanden um Hilfe bittest, dann bitte nur Allah. Dann sagt er: وَعَلَمْ أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك
بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. Wenn sich die ganze Nation, die ganzen Menschen sich zusammentun, um dir etwas Nutzen zu bringen, etwas von den Nutzen zu bringen, sie würden dir nichts zukommen lassen, außer was Allah dir vorgeschrieben hat. Und dann sagt er, واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وبان ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. Also und wenn sie sich auch versammeln, um dir etwas Schaden zu bringen, dann würden sie dir niemals etwas schaden können, außer das, was Allah dir vorgeschrieben hat. Rufi'at al-Aqlam, die Stifte sind aufgehoben, wa jaffat al-Suhuf, und die Blätter sind trocken. Das kommt auch gleich, die Bedeutung von diesen Sätzen und diese großartige Hadith. In einer anderen Überlieferung, die nicht in Tirmidhi ist, diese Überlieferung ist in Tirmidhi, eine andere Überlieferung, die nicht in Tirmidhi ist, sagt er, احفظ الله تجده أمامك. Bewahre Allah SWT, dann findest du ihn vor dir. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Kenne Allah SWT, so ist Allah kennen in deiner guten Zeit, dann wird er dich kennen in deiner schlechten Zeit. واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. Du sollst wissen, das, was dich nicht getroffen hat, das, was dich verfehlt hat, hätte dich niemals getroffen. Dann sagt er, وما اصابك لم يكن ليخطئك. Das, was dich getroffen hat, hätte dich niemals verfehlt. واعلم ان النصر مع الصبر. Du sollst wissen, dass der Sieg kommt mit der Geduld. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ. Und die Erlösung kommt mit der Engtum, oder wenn es ihm eng geht. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ. Und die Erleichterung kommt nach der Erschwernis. Das ist ein sehr schöner Hadith. Wenn man sich den einfach nur liest, ohne noch die Bedeutung dazu zu haben, hat man schon sozusagen eine starke Grundlage. Eine starke Glaube an Allah SWT. Und wenn man noch dazu die Bedeutung von den einzelnen Sätzen kennt und auch das versucht zu praktizieren, dann lebt man diesen Hadith. Und was ich euch ans Herz legen möchte, ist, dass wir diesen Hadith leben. Dass wir diese Überzeugung mit uns tragen außerhalb der Moschee und dass wir das in unsere Häuser verbreiten, diese sehr schönen Sätze vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die er einen kleinen Knaben beigebracht hat. Abu Bakr Abbas war ein kleiner Knabe, aber er hat ihm diese Sätze gesagt. Was bedeutet, bewahre Allah SWT, dann wird er dich bewahren. Bewahre Allah bedeutet, dass man seine Grenze bewahrt und seine Rechte bewahrt. Allah SWT hat seine Grenzen festgelegt und hat seine Rechte verkündet. Diese Rechte und diese Grenzen sollte man bewahren. Und seine Befehle und seine Verbote sollte man bewahren. Und das Bewahren von seinen Befehlen und seinen Verboten und seine Grenze und seine Rechte verwirklicht man, indem man seine Befehle nachgeht, wenn Allah SWT was befehlt. Dass man sich ergibt für Allah SWT und seinen Befehlen nachgeht. Und seine Verbote vermeidet, wenn Allah SWT etwas verbietet. Allah SWT hat uns abscheuliche Sachen verboten, aber das hat Nutzen für uns, wenn er uns was verbietet. Und hat uns sehr wichtige Sachen, die uns nutzen, sozusagen befohlen. Deswegen, dieses Bewahren hat auch ein sehr gutes Resultat. Und auch
dass man die Grenzen von Allah subhanahu wa ta'ala nicht übertretet. Das heißt, man bewahrt die Grenzen, dass man hinter der Grenze bleibt. Und dass man die Grenzen, die Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch festgelegt hat, dass man sie nicht überschreitet. Und Allah subhanahu wa ta'ala verkündet für denjenigen, der richtig bewahrt, das Gute. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, هَذَا مَا تُوَعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ الْحَفِيمِ. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er die Gläubigen ins Paradies einlädt und sie betreten lässt, er sagt ihnen, das, also dieses Paradies und dieser großartige Lohn, ist das, was euch versprochen worden ist. Für jeden Awwab. Was bedeutet Awwab? Der immer zu Allah zurückkehrt. Das ist ein Awwab. Der kehrt in all seine Angelegenheiten zu Allah zurück. Und Hafir kommt von Ihfar, Hafiba, der bewahrt. Also, der die Grenzen von Allah subhanahu wa ta'ala bewahrt. Der die Pflichten von Allah subhanahu wa ta'ala bewahrt. Der die Sünden, sich von den Sünden bewahrt. Und dass er zurückkehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Wer Allah oder den Al-Abama fürchtet im Verborgenen und kommt zu Allah subhanahu wa ta'ala mit einem Herzen, den Allah subhanahu wa ta'ala beschrieben hat, Munib, der zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt. Was sollte man bewahren? Wie gesagt, die Grenzen von Allah subhanahu wa ta'ala, die Pflichten von Allah subhanahu wa ta'ala, von sich von den Sünden fernzuhalten, das sollte man bewahren. Man sollte seine Seele bewahren von Sünden. Man sollte seine Körper, die Körperteile, das, was Allah ihm gegeben hat, sollte man bewahren von sozusagen Sünden, dass man die Körperteile für die Sünden benutzt. Und es gibt Sachen, wo Allah subhanahu wa ta'ala extra das betont, dass man das bewahren sollte. Zum Beispiel das Gebet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Hafidhu ala salawat was salat al-usta. Bewahrt die Gebete. Und speziell das mittlere Gebet. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch die gelobt, die ihre Gebete sozusagen hüten und bewahren. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt über diese fünf Gebete, wer sie bewahrt, die fünf Gebete, wer sie bewahrt, hat bei Allah subhanahu wa ta'ala ein Abkommen, hat bei Allah subhanahu wa ta'ala ein Versprechen, dass er ihn ins Paradies bringt. Diese fünf Gebete, خمس صلوات فرضهن الله على العباد من أتى بهن وهي من حافظ عليها بزي بباد كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. Hat bei Allah subhanahu wa ta'ala ein Abkommen, dass er ins Paradies ihn reinbringt. Auch Allah subhanahu wa ta'ala will, dass wir unseren Reinheitszustand bewahren. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. Das Bewahren von dem Wudu, das macht keiner außer der Gläubige. Warum? Weil er hält seine Gebete. Deswegen bewahrt er auch, dass er den Wudu in sich reinigt für das Gebet. Und er kümmert sich um diese Reinigung. Dass er nicht sozusagen schnell, einfach sozusagen ohne auf die Reinigung zu achten, ins Gebet reingeht und so weiter. Nein, das ist auch ein Zeichen von den Gläubigen, dass er die Bedingungen von dem Gebet auch ernst nimmt. Und dass er diese Bedingungen, was Wudu angeht, was sozusagen Deckung von Aura und so weiter, dass er das auch ernst nimmt. Und das ist auch ein Zeichen von den Gläubigen, dass er sein Wudu, seine Reinigung beibehält und das bewahrt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat viele Sachen befohlen, dass wir das
auch bewahren, als Beispiel, dass wir unsere Versprechungen oder unsere Schwure bewahren sollten. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, das heißt, haltet euch an eure Schwure, wenn man schwört, weil viele von Leuten, achten nicht auf den Schwur oder machen Sünde mit Schwur. Sie sagen, ich schwöre auf Allah und dann kommt etwas, was nicht der Wahrheit entspricht. In den Nachrichten. Also wenn er jetzt was berichtet, dann schwört er auf Allah, aber lügt. Und das passiert leider bei vielen Händlern. Und das ist ein Zeichen von, sozusagen, Fehlen von Gottes Furcht. Deswegen, Allah SWT واحفظوا ايمانكم الله سبحانه وتعالى sagt und sollt eure Schwure wenn ihr schwört sollt ihr das halten und auch zu dem bewahren von Allah gehört das bewahren von das was Allah dir gegeben hat Allah سبحانه وتعالى hat dir jedes Körperteil gegeben damit du mit jedes Körperteil ihn zufriedenstellst ihn deine Dankbarkeit zeigst. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir einen besonderen Ni'ma gegeben, dieses Kopf. Was alles da drin an sozusagen Sachen in deinem Kopf sind, wo du Allah dankbar sein solltest, das ist unglaublich. Allein, dass du diesen Verstand hast, diese Augen, diese schöne Gestalt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich eine schöne Gestalt gegeben hat. Und dass Allah SWT dir diese Intelligenz gegeben hat, dass du schon Häuser baust und sozusagen sehr vieles erreichst in dieser Welt, dass du arbeiten kannst, dass du sozusagen den anderen Geschöpfen überlegen bist. Also der Mensch mit seinem Körper und mit seiner sozusagen Physik ist er trotzdem überlegener als Giraffen, als Elefanten, als was hat ihn sozusagen besonders gemacht, dass er sozusagen die in einen Zoo bringen kann und die bringen uns nicht in einen Zoo. Die Tiere bringen uns nicht in einen Zoo. Die schauen sich nicht die Menschen an. Wir schauen uns die Tiere an. Gott hat uns etwas gegeben. Deswegen sollte man das auch bewahren. Das, was Allah uns gegeben hat. Allah hat dir den Kopf gegeben, wo dein Gehirn ist, wo deine Augen sind, wo deine sozusagen Mund, Nase, Ohren, das soll alles bewahrt werden in Gehorsamkeit von Allah SWT. Deswegen sagt der Prophet Muhammad oder ein Hadith von Ibn Mas'ud, der zu Prophet Muhammad zurückgeführt hat, das Schämen von Allah SWT, wie es richtig sein sollte, also dass man sich über Allah subhanahu wa ta'ala schämt, ist, indem man das Kopf bewahrt. Mit das, was der Kopf beinhaltet. Und dass man den Bauch bewahrt, mit das, was er beinhaltet. Und das bedeutet, dass man sein Gehör, weil das Kopf und was das beinhaltet, bedeutet, dein Gehör, deine Sehorgane, also das Sehen, deine Zunge, dass man das bewahrt, von den verbotenen Sachen. Und dass man seinen Bauch bewahrt, bedeutet, dass man sein Herz bewahrt und auch das, was man isst und trinkt. Deswegen, Allah SWT sagt, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Also wahrlich, das Gehör und das Sehen und das Herz. All das wird er danach gefragt.
All diese Sachen wird er danach gefragt. Deswegen, du genießt das zu sehen. Mit Hilfe von Allah SWT hat er dich sozusagen so erschaffen, dass du siehst. Aber auf was schaust du? Das ist sozusagen Bewahren von deiner Blicke. Bewahren von deiner Sehen, das, was Allah dir gegeben hat. Das ist die Dankbarkeit. Bewahren von deinem Gehör. Heutzutage, die Menschen, vielleicht achten sie auf Reden oder auf Sehen, aber achten nicht auf Gehör. Was du hörst, was du nicht hören solltest. Und heutzutage werden die Herzen vergiftet durch Musik. Andere Herzen werden vergiftet durch das gegenseitige Beschuldigen oder schlecht reden über den anderen. Deswegen sollte man eine Sache wissen. Wenn Allah SWT diese drei Sachen erwähnt hat, das Gehör und das Sehen und das Herz, müssen wir wissen, die Verbindung zwischen deinem Gehör und deiner Blicke und dein Herz. Man sagt, das Gehör und das, was du hörst und das, was du siehst, sind zwei Kanäle, die ins Herz reinkommen oder sich mit dem Herzen verbinden. Deswegen, wenn du hörst, was verboten ist, das wird dann auch auf dein Herz Einfluss haben, dass dein Herz krank wird, dass dein Herz verhärtet wird, dass dein Herz von deinem Herz Erwähnung von Allah SWT, die Liebe von Allah SWT weniger wird. Warum? Weil du hast einen Platz von deinem Herz, was reinkommen lassen, was etwas anders verdrängt. Deswegen die Sünde verdrängt die Liebe oder verdrängt die Iman, die Stärke von dem Iman. Deswegen umso mehr man Sünde macht, umso schwächer wird der Iman in den Herzen. Warum? Weil es sind Kanäle. Durch das Hören, das kommt in diesen Kanal rein. Und auch durch das Sehen. Wie viele geraten in Fitna, weil sie das Verbotene gesehen haben. Deswegen will Allah SWT uns bewahren, dass wir nicht unsere Herzen verderben, dass wir unsere Blicke senken von Frauen. Und auch hat er verboten, dass wir auf Alkohol schauen. Warum? Das kann auch ins Herz reinkommen oder das Lieben oder in Gedanken kommen und so weiter. Hat er uns dann verboten. Deswegen bewahrt man seine Augen. Und heute leider gibt es sehr viele Mittel, die wirklich dann auch dein Herz verderben, weil du da nicht darauf achtest. Wie zum Beispiel im Internet. Im Internet, man geht rein und achtet nicht. Aber dann kommt vielleicht ein Ausschnitt nach der andere, hier ein Bild und so weiter. Und dann wird man langsam krank und man merkt das nicht. Sein Herz verdirbt, er merkt das nicht. Er hört manchmal die Musik, aber er empfindet gar nichts oder schreckt gar nicht davon ab oder tut das gar nicht ausschalten. Warum? Hat sich gewohnt. Deswegen, zu bewahren gehört, dass man sein Gehör, seine Blicke und auch sein Herzen bewahrt. Und auch, dass man weiß, was man isst, was man trinkt, dass man weiß, was Allah verboten hat, das, was Allah erlaubt hat, das alles sozusagen gehört zu dem Bewahren. Das Wichtigste, was man bewahren sollte, ist die Zunge. Die Zunge und auch sein Geschlechtsteil, dass man das nicht in Haram nimmt. Und der Prophet Muhammad macht eine Garantie für denjenigen, der seine Zunge bewahrt und sein Geschlechtsteil bewahrt, dass Allah SWT ihn ins Paradies bringt. Er sagt, man hafidha ma bayna lihyayhi. Wer das bewahrt, was zwischen seinen Kiefern ist, das heißt seine Zunge, und was zwischen seine Beine, das heißt sein Geschlechtsteil, der wird im Paradies betreten. Wer das bewahrt, weil diese zwei Sachen
wird Allah Ta'ala ins Paradies eintreten lassen. Deswegen sollte man Allah bewahren, das bedeutet seine Grenze bewahren, seine Rechte bewahren. Das größte Recht von Allah Ta'ala ist was? Welches Recht ist das größte Recht von Allah Ta'ala? Al-Ibadah, Al-Tawhid. Al-Tawhid und Al-Ibadah. Das heißt, das größte Recht von Allah Ta'ala ist, ihn einzig allein anzubeten. قَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. Allah Ta'ala hat das vor bestimmt, dass er niemanden anbietet, außer ihn. Und dieses sollte man auch bewahren. Mit den Gebeten, mit dem Wudu, mit dem Kopf, mit dem Bauch, mit sozusagen das, was das beinhaltet, sein Gehör, seine Blicke, sein Körper, dass er das für Allah SWT zur Verfügung stellt und dass man seinen Körper von dem Verbotenen bewahrt. Was bekommst du, wenn du das alles bewahrst? In einer der Hadithe hat er schon große Belohnung erwähnt, dass man ins Paradies betretet, sozusagen, dass man gläubig ist und so weiter und so fort. Aber auch eine Sache, die nicht nur mit dir zu tun hat, sondern mit dir und auch andere, die damit zu tun haben, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kürzt das hier ab. Er sagt, Ihfadillah, bewahre du Allah SWT, bewahrt er dich. Das ist eine riesen Belohnung von Allah SWT. Dass Allah dich bewahrt. Und hier gibt es eine Grundlage im Islam. Weil man sagt, Al-Jaza'u min jins al-Amal. Al-Jaza'u min jins al-Amal. Das heißt, die Belohnung ist immer dementsprechend von den gleichen Taten. Wenn du bewahrst, wird Allah SWT dich bewahren. Wenn du Allah erwähnst, wird Allah SWT dich erwähnen. Wenn du Allah näher kommst, wird Allah SWT sich zu dir näher kommen. Und so weiter. Deswegen auch in Bestrafung genauso. Wenn du Allah vergisst, dann wird Allah SWT dich ignorieren und vergessen. Und wenn du sozusagen dich von denen abwendest, wendet er auch sich von dir ab. Wenn du dich auf jemand anderen verlässt, dann lässt er dich im Stich. Das ist alles sozusagen dementsprechend, wie dein Verhalten ist, kommt dann auch Allah SWT entgegen. Im Guten, dann hast du die beste Sache von Allah SWT. Im Schlechten, dann hast du das Schlechteste. Deswegen sollte man eine richtige, gute Verhalten mit Allah SWT aufbauen. Wenn man dementsprechend, wie man sich verhält, will man auch dementsprechend behandelt werden und erhofft man auf eine gute Ende und gutes sozusagen Ergebnis, dann sollte man mit dem Guten anfangen und machen. Deswegen, ihr sagt, Allah SWT fordert von uns, bewahrt Allah SWT, das heißt, bewahrt seine Befehle, bewahrt seine Rechte, bewahrt seine Religion, bewahrt das Gebet, bewahrt deinen sozusagen Körper, wende dich von Sünden ab, dann wird dich Allah SWT bewahren. Wie passiert das denn, dass Allah SWT jemanden bewahrt? Als allererstes sagen die Gelehrten, dass Allah ihn in diesseits bewahrt für das, was er in diesseits braucht. Zum Beispiel, dass Allah SWT seinen Körper bewahrt. Du bewahrst dein sozusagen Körper für Allah SWT, indem du deinen Körper zur Verfügung stellst, Allah SWT zu dienen, bewahrt Allah SWT deine Gesundheit und deinen Körper. Bewahrt Allah SWT deine Familie, deine Kinder. Bewahrt Allah SWT deine Familienangehörige. Bewahrt Allah SWT dein Guthaben. All das ist ein sozusagen Ergebnis für denjenigen, der Allah SWT richtig bewahrt, das heißt seine Religion bewahrt. Denn Allah SWT hat auch Engeln einen extra Auftrag gegeben, die Menschen bewahren. Allah SWT sagt, لَهُمْ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. Also, er hat sozusagen Malaika, die beauftragt sind,
vor ihm und hinter ihm, ihn zu bewahren mit der Befehl von Allah SWT. Sagt Ibn Abbas bei diesem Vers, das sind die Malaika. Allah SWT hat Malaika, also Engel, beauftragt, dass sie ihn mit Befehl von Allah, durch Befehl von Allah SWT bewahren. Dass dir nichts Schlechtes passiert. Wie viele Bosheiten, wie viele Schlechtes könnte dir passieren, aber dadurch, dass du in Gottesfurcht bist. Das ist die richtige Versicherung. Dass du Allah bewahrst. Nicht diese Betrugversicherung. Du zahlst dich dumm und dämlich. Ja, und danach könnt dich von Schicksal retten. Nicht. Wenn eine sozusagen Lampe auf deinen Kopf fällt, dann fällt sie. Die Versicherung kommt ja nicht und hält sie auf. Die Versicherung nimmt von dir nur das Geld. Ja? Aber wer bewahrt dich in Wirklichkeit? Allah SWT. Dass nichts dir trifft. Sagt Ibn Abbas, das sind die Malaika. Sie schützen den Diener mit Befehl von Allah SWT. Aber wenn der Schicksal eintreffen sollte, das heißt, Allah SWT hat was vorgeschrieben gegenüber denen, dann lassen sie ihn. Dann passiert der Schicksal. Das heißt, all jetzt diese Momente, wer sozusagen im Auftrag ist von Allah SWT, dass er beschützt ist, beschützt werden sollte, ist die ganze Zeit im Schutz von Allah SWT. Bis der Schicksal kommt, dann lassen sie. Das heißt, alle diese Engel, die beauftragt sind, haben Allah SWT, hat Allah geschickt. Gibt es viele Aussagen über diese Engel von, sagen, von den Salaf, aber auf jeden Fall wird man wissen, dass Allah SWT als eine Belohnung, dass er dich bewahrt in deinem Körper, in deiner Familie, in deine Kinder und auch in deine Guthaben. Und auch eine schöne Sache, wenn du Allah bewahrst, in deinem jungen Alter, wenn du klein bist. Weißt, wir haben jetzt hier, inshallah, Kinder, wenn ihr gut seid mit Allah SWT, bewahrt seine Religion, betet, wenn ihr fastet, wenn ihr eure Eltern gehorsam seid, das sind alles Sachen, die Allah SWT erfreuen. Da habt ihr seine Religion bewahrt, dann bewahrt euch Allah SWT, wenn ihr älter seid. Da sagen die, der Imam Rajab sagt er, wer Allah SWT in seinem jungen Alter bewahrt, wo er Kraft hat, wird ihn Allah SWT bewahren, wo er älter ist und seine Kraft ihn verlässt. Und wird ihn genießen lassen, sein Gehör und seine Augenlicht, das er sieht und in all seine Angelegenheiten und auch in seine Kraft und auch in seinem Verstand. Deswegen gab es einige von den Gelehrten, die waren schon über 100 Jahre. Über 100 Jahre. Und Allah SWT hat ihn seine Kraft bewahrt und seinen Verstand bewahrt. Und eines Tages sprang er von einer hohen Stelle. Dann haben die ihm gesagt, ja, wie kannst du das machen? Sagt er, das sind meine Körperteile, habe ich im Kleinen, wo ich klein war, bewahrt. Hat mir jetzt Allah SWT bewahrt, wo ich älter geworden bin. Wovon hat dieser Mann seine Körperteile bewahrt? Von den Sünden. Deswegen wird Allah SWT, das ist sozusagen die richtige Versicherung, dass Allah SWT deine Zukunft versichert und dass er dich bewahrt in deinen späteren Zeit. Und auch Allah SWT nicht nur in deinem Alter, wenn du älter wirst, bewahrt er dich, sogar kann Allah SWT dich bewahren nach deinem Tod, dass er deine Familienangehörige bewahrt, deine Kinder bewahrt. Deswegen, in Surat al-Kahf wurde der Mann erwähnt, der zwei Kinder hinterlassen hat. Allah SWT hat für sie einen Schatz bewahrt. Das könnte weggehen. Und vor allem diese
sozusagen diese Dorf, wo Musa und Khadr reingekommen sind, das waren nicht so gute Leute. Man hat ja gesehen, keiner hat ihnen was zu essen gegeben und man sah sozusagen von der Atmosphäre oder konnte man erkennen, dass sie geizig waren. Das heißt, wenn dieser Schatz für sie entdeckt worden wäre, dann hätten sie das genommen, dann hätten sie das Leben nicht gelassen. Aber Allah SWT bewahrte diesen Schatz für diese kleinen Kinder, bis sie dann später älter werden und das dann rausnehmen und dann sozusagen benutzen können. Was sagt Allah SWT über diese zwei? Was diese zwei Jungs angeht, ihr Vater war ein guter Mann. Allah SWT hat sie bewahrt durch ihr Vater. Deswegen auch, wer Angst hat um sein Kind. Heutzutage hat man sozusagen immer so große Sorgen, was wird man mit meinen Kindern, was wird mit meinem Sohn und so weiter. Da, diese falsche Gedanke treibt manche Leute, dass sie Ungerechtigkeiten machen, dass sie Rechte von anderen nehmen. Hauptsache, ich sichere meine Zukunft oder die Zukunft von meinen Kindern. Wie viel wurde geklaut, wie viele wird es gemacht. Und er macht das alles für seine Kinder. Aber er weiß nicht die Gleichung. Die richtige Gleichung ist, dass man im Gegenteil die Gottesfurcht bewahrt und sich von Sünden fernhält, damit Allah SWT seine Kinder bewahrt. Deswegen, wenn der Diener mit Gehorsamkeit von Allah SWT beschäftigt ist, dann wird Allah SWT in diesem Fall ihn schützen und sozusagen, dass ihm keine Schaden zugefügt wird. Und auch, was sozusagen zu bewundern ist, dass Allah sogar die Tiere, die eigentlich sozusagen schaden, normalerweise, wie zum Beispiel Löwen oder Schlangen und so weiter, das sind sozusagen Schädlinge, wovon man eigentlich flieht und so weiter. Aber wenn sozusagen Allah SWT einen aus der Not helfen möchte, sogar solche Tiere, Allah SWT bewahrt den guten Diener von solchen Tieren. Und ihr habt ja vor zwei Wochen gehört, die Khutba von dem Sheikh, der aus Ägypten gekommen ist, der Sheikh Najdi, erwähnt das in der Khutba, Geschichten, wie Allah SWT jemanden bewahrt hat von Löwen. Dass er neben ihm wie ein ganz sozusagen nettes Tier, der ihm nichts angetan hat, sozusagen gewesen war. Das ist sozusagen die Macht von Allah SWT natürlich und auch das gehört zu dem Bewahren, wie dieser Mann sich vorher verhalten hat. Das bedeutet nicht, dass man sich einen Löwe sucht, wenn man ein Gottesfürchtiger ist, sagt er sich, ich will mal das ausprobieren. Nein, aber er kommt manchmal in so eine Notsituation und man weiß normalerweise, dass so ein Tier sozusagen einen zerfleischt und so weiter und so fort, aber durch das Vertrauen auf Allah SWT und weil er sich nicht diese Situation ausgesucht hat, aber bewahrt ihn Allah SWT, um ihm zu zeigen, dass du ein Diener bist, den ich sozusagen gerne habe, lieb habe. Ja? Weil er kann, Allah SWT kann ja von Anfang an sozusagen diesen Löwen von ihm abwenden, bevor er überhaupt an ihn kommt. Aber er zeigt manchmal Situationen, dass er ein besonderer Diener ist bei ihm. Hier kommt ein Löwe bei dir, aber tut dir nichts. Ja? Das ist passiert und das ist auch passiert zu einem Sahabi, also wie die Geschichte von Sheikh Najdi, habt ihr gehört? In der Khutba, oder? Soll ich vielleicht nicht erwähnen? Vielleicht nicht alle. Nicht alle. Der Sheikh hat eine Geschichte von einem rechtschaffenen Mann erzählt, der war in einem Kampf und es war sozusagen in der Lager nachts und einer wollte ihn beobachten, dass er sozusagen, er will sehen, was diese Gottesfürchtige immer macht. Ja? Dann hat er so getan, als ob er am Schlafen ist. Ja? Und dieser rechtschaffene Mann sozusagen hat auch um sich herum geschaut, hat so getan, als ob er am Schlafen ist, hat um sich herum geschaut
Und hat er gesehen, dass die Leute am Schlafen ist, aber am Schlafen sind, aber er hat nicht jetzt gemerkt, dass er, der eine, ihn verfolgen möchte und wissen möchte, was er macht. Auf jeden Fall hat er gesehen, dass alle am Schlafen sind, ist er aufgestanden und dann ist er sozusagen in sowas wie ein Gebüsch oder sozusagen hinter Bäume, ist er dahin gegangen und hat dann nachts gebetet. Weil die waren ja auf ein Lager draußen und dann hat er sich eine Stelle gesucht, wo ihn keiner sieht, wo er nachts mit Allah SWT alleine ist, am Beten ist. Und dann ist dieser Mann, der ihn beobachten wollte, was macht dieser Mann, wie gottesfürchtig ist der und so weiter, hat ihn verfolgt. Dann ist er hinter ihn gegangen, dann hat er gesehen, wie er in sozusagen Gebüsch oder sozusagen eine Stelle hinter den Bäumen reingegangen ist. Dann ist er über einen Baum geklettert und hat geschaut, was macht dieser Mann. Dann hat er gesehen, dass er betet vor Allah SWT nachts alleine. Und dann plötzlich hat er gesehen, wie ein Löwe auf ihn zukam. Und dieser Löwe war schon bereit, weil er hat ein Fressen gefunden, war eigentlich erstmal bereit, sozusagen sein Opfer, auf sein Opfer loszugehen. Derjenige, der ihn beobachtet, der ist ja über einen Baum geklettert, der hat schon Angst bekommen, was jetzt passieren wird, obwohl er schon über dem Baum ist. Der andere, der Gottesfürchtige, der für Allah gebetet hat, der stand standhaft und war so mit großem Vertrauen an Allah SWT, dass er ganz normal gebetet hat. Und da kam dieser Löwe und hat sich neben ihn gesetzt. Hat ihn nicht angerührt, neben ihn gesetzt. Und er hat bis zum Ende gebetet. Und dann drehte er sich um zu diesem Löwe und sagte er, sozusagen Usama oder Namen der Löwen, in Arabisch gibt es viele Namen, sagte er, wenn Allah dir nicht befohlen hat, mir was anzutun, dann lass mich mit Allah allein. Und dann ist dieser Löwe von ihm weggegangen. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie ein Gottesfürchtiger, wenn er Vertrauen an Allah SWT hat und Allah liebt und Allahs Regeln bewahrt, wie Allah SWT ihn bewahrt. Natürlich könnte Allah SWT von Anfang an ihn kein Löwe vorbeibringen lassen, aber er zeigt seine Stellung bei Allah SWT. Und so ist es auch, wenn ein Gläubiger, wir sagen das Wort Karama, kennt ihr das Wort Karama? Das heißt, dass die besondere Behandlung von Allah SWT zu bestimmten Dienern. Diese Karama ist nicht so, wie einige das verstehen, mit sozusagen Bid'a und so weiter und so fort, dass man sozusagen, jeder hat eine Karama, macht irgendeine Fälschung oder holt sich einen Djinn oder... Nein, die Karama, die wirkliche Karama ist eine Hilfe von Allah SWT, die kommt in einer Notsituation. Zeigt, was für eine Stellung hat diese Diener bei Allah SWT. Die kommt nicht bei Knopfdruck, wie einige denken, dass dieser Sheikh, der konnte sozusagen von Land zu Land in schnellen Schritten gehen, wie er möchte, geht wie. Das ist nicht so, nein. Das kommt zum Beispiel in so eine Notsituation. Das heißt, der hat das nicht direkt auf Knopfdruck und so weiter, aber hat gar keinen Ausweg von den üblichen Mitteln und bittet Allah SWT oder ist mit Allah SWT, dann bringt ihn von dieser Situation raus. Wie zum Beispiel Leute, Ahlul Kahf. Die haben sich das nicht ausgesucht, eine Karama. Die haben nicht mit Knopfdruck, haben gesagt, ich schlafe jetzt 300 Jahre. Aber ist etwas Ungewöhnliches passiert. Durch Hilfe von Allah SWT und durch sozusagen den Wille von Allah SWT, er wollte ihnen zeigen, was sie für eine Welt haben und wollte sie bewahren von das, wo sie Zuflucht gesucht haben. Und Allah SWT hat sie ihre Dua erhöht. Deswegen gehört das auch zur Bewahrung von Allah SWT. Dann gibt es die zweite Art von Bewahrung. Allah bewahrt jetzt nicht nur das Materielle von dir, ob das dein Geld ist oder deine Familie und so weiter. Nein, es gibt noch eine bessere Bewahrung von Allah. Dass wenn man ihn bewahrt, dass man
dass Allah ta'ala dir deine Religion und dein Iman bewahrt. Das heißt, wenn du nichts von dieser Welt hast und du stirbst als der ärmste Mensch auf dieser Welt, aber Allah hat dir dein Glaube bewahrt, dein Islam bewahrt, dann bist du der größte Gewinner. Warum? Allah ta'ala sagt, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Wer wegbewegt wird von dem Höllenfeuer. Das heißt, du gehörst nicht zu den Leuten vom Höllenfeuer. Und den Paradies betrittst. Einfach nur den Paradies. Du gehörst zu denjenigen, die zum Paradies reinkommen. فَقَدْ فَازَ. Der hat gewonnen. Warum? Weil all diese Elend, die man lebt, sei es 60 Jahre, 80 Jahre, 90 Jahre, einer, der nie was Gutes gesehen hat auf dieser Erde. Und vergleicht den mal mit einem, der nur Gutes gesehen hat auf dieser Erde. Wie viel hat er dann gelebt? 90 Jahre, 80 Jahre, nur im Guten. Der Prophet Muhammad sagt uns in einem Beispiel, zeigt uns, was mit solchen zwei Personen sind. Wenn jemand, der zu den Leuten des Paradieses gehört, auf dieser Erde nur Schlechtes gesehen hat, der ärmste Mensch war, elend, eine Katastrophe nach andere, wurde unschuldig, sozusagen wurde ungerecht behandelt und so weiter und so fort, kommt bei Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah und der andere, der hat nur Gutes gesehen, aber gehört zu den Leuten des Höllenfeuers. Kommt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zeigt uns diese Situation nur. Damit wir wissen, auf dieser Erde, wo wir jetzt noch am Leben auf dieser Erde, dass wir nicht uns täuschen sollten von das, was wir erleben. Sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da wird dieser Mann, der Ungläubige, der zu dem Höllenfeuer gehört, dann wird er einmal ins Höllenfeuer eingetunkt. So, rein, raus. Dann wird er gefragt, hast du jemals was Gutes erlebt auf dieser Erde? Sagt er, niemals. Einmal rein, raus. Was sind diese 100 Jahre, 90 Jahre Essen, Trinken, Villa, Hochhaus, was weiß ich? Alles vergessen. Warum? Oder einmal kurz ins Höllenfeuer eingetunkt. Dann kommt dieser Mann, der nur Elend gesehen hat. Einer, der gefoltert, gestückelt, was weiß ich, arm, sozusagen, hat nur Schlechtes erlebt auf dieser Erde. Wird einmal getunkt ins Paradies. Rein raus. Hast du jemals was Schlechtes erlebt? Dann sagt er, oh Allah, bei Allah niemals. Ich habe niemals Schlechtes erlebt. Was hat er denn gesehen? Der wurde ja nur kurz eingetunkt ins Paradies und dann wieder zurück. Deswegen, lasst euch nicht täuschen. Dieser Genuss, den man hier genießt, ist nichts. Hat gar keinen Wert. Aber das, was uns sozusagen, das, was wir Allah bitten, dass er uns bewahrt, ist unsere Religion. Wie viele sozusagen lassen ihre Religion beiseite, wenn sie irgendwas Weltliches sehen. Und dann, wenn du bei Allah subhanahu wa ta'ala bist, wenn du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehst, was dann? Du hast deine Religion beiseite gelassen und du hast das Weltliche bekommen, was vergänglich ist, was auch wieder weggeht. Und deine Religion hast du verloren. Was dann? Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Wer von dem Höllenfeuer wegbewegt wird, ins Paradies eintritt, der hat gewonnen. Deswegen das Beste, was Allah uns bewahrt, ist unsere Religion. Das Beste, was Allah uns bewahrt, ist der Iman. Ich sage noch dazu, das Beste, was uns Allah bewahrt, ist der Weg des Sunnah. Das sollte man auch nicht vergessen. Der Weg des Sunnah. Dass man nicht in eine Gruppierung reinkommt, dass man nicht in eine Übertreibung reinkommt, dass man nicht in eine falsche Sekte reinkommt. Das sollte Allah uns bewahren, denn
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch davon gewarnt. Er hat gesagt, es werden meine Umma sich in 73 Gruppen spalten. Alle sind des Wege des Höllenfeuers, außer einer. Sagten sie, welche ist das, O Gesandter Allahs? Sagte er, die, die auf meine Sache basieren und meine Sahaba und meine Gefährten. Deswegen, der größte Irrtum ist, dass man schon sich den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verfeindet. Weil das ist sozusagen ein eindeutiger Irrweg, der nicht zu den geretteten Gruppen gehört. Wer sich den Sahaba radiallahu anhum verfeindet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat immer sozusagen das betont, das Bewahren von Religion. Deswegen, wenn er zum Beispiel auf Reise ging, dann sagte er, أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكَ. Also, ich lasse sozusagen bei Allah SWT deine Religion als sozusagen zu bewahren, dass Allah SWT deine Religion bewahren sollte und dass Allah SWT deine Amana bewahren sollte und deine letzten Taten, was sozusagen wie dein Ende sein wird, soll Allah SWT bewahren. Das heißt, er achtete auf diese Werte, das Bewahren von der Religion. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du bei Allah ta'ala eine Bitte hast, dass Allah dir das bewahrt, dann wird er das schon bewahren. Und das ist sozusagen eine gute, gute Nachricht für uns, wenn wir die Religion von Allah ta'ala bewahren. Bis dahin, inshallah, machen wir Schluss. Und dann, inshallah, der nächste Teil von diesem Hadith, der sehr wichtig für uns ist. Und ich bitte euch, dass ihr diesen Hadith lebt. Es ist nicht einfach nur, dass man ein schönes Gefühl bekommt. Und nein, lebt diesen Hadith. Wallahi, wer diesen Hadith lebt, der wird die Zufriedenheit schon schmecken. Der wird sozusagen sein Iman sehr, sehr hoch bringen. Inshallah, nächste Woche werde ich das zweite Teil erklären, ihfadullah tajidhu tujahak, also bewahre Allah SWT, dann wirst du ihn vor dir sehen und dann weiter mit dem Hadith. Subhanakallah wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Vielleicht Fragen?